Hundestrecke oder wie schaut's aus? Yo YouTube, was geht ab? Enduro Rules ist mal wieder am Start hier für euch mit einem neuen Motovlog hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kleiner Enduro Vlog. Yeah, aber ich glaube, Fahrwerk muss ich noch ein bisschen ändern. Ist ja auch die Serieneinstellung, keine Ahnung, wie KTM das da einstellt. Wenn es ausgeliefert wird, wahrscheinlich unterschiedlich. Hui! Bin hier ein Triptis, nur so mal als Info, falls es Leute interessiert. Die Tonqualität ist okay. Wie geht's denn hier lang? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Weil ich nur mit dem Media Mod fahre und auch ein bisschen paar technische Sachen, weil ich jetzt zwei Monate wieder nicht mehr Offroad gefahren bin. Und dann mit der 300er ist es halt nochmal eine völlig andere Welt. Und mittlerweile war ich auch kurz am Überlegen, ob es die richtige Entscheidung war, mir die 300er zu holen. Weil ich gefühlt nach 10 Minuten einfach nicht mehr kann vom Armpump. Servus. Wir fangen jetzt an, Bäume hier rauszumachen. Hier unten wird jetzt mal. Ah, okay. Okay. Dass du dann so einen Baum vom Wanst kriegst. Okay. Nee, das habe ich nicht gewusst, weil ich habe nur gewusst, dass bis 1 ungefähr. Andreas hat nur gesagt, wenn jemand hier unten ist, soll man sagen, dass... Okay. Okay. Und hinten ist es okay? Da werden wir nichts machen. Hauptsächlich hier. Okay, dann fahre ich hier nicht mehr. Ja. Okay. Das Ding ist jetzt auch gesperrt. Ich habe eine andere Idee, Freunde. Weil hier ist zwar noch eine Motocross-Strecke, aber ich und Motocross ist wie Eichhörnchen und Bungee-Springen. Also nicht gerade die beste Kombination. Wo war ich überhaupt stehen geblieben? Dass ich knapp 2 Monate nicht gefahren bin. Also zumindest Offroad nicht. Und ich sag euch eine Sache. Ich habe bei der letzten Fahrt, beim letzten Enduro-Vlog, echt Fortschritte gemerkt und gemacht. Und habe mir gedacht, geil, jetzt geht's langsam so richtig ab und so, ne? Und dann fährst du 2 Monate wieder nicht. Und es ist komplett für den Arsch wieder. Aber komplett. Ich hoffe, hier ist noch frei. Keine Ahnung, Alter. Weil er hat Tripte schon mal ein bisschen zugelegt an Enduro-Möglichkeiten, so, ne? Ewig geil. Und jetzt, wo ich dann fahren will, so richtig fahren will, nachdem ich mich eingefahren habe und so und Video machen will, ist wieder gesperrt, Alter. Mein Gott. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, ob es offiziell hier zur Strecke gehört, aber ja, ist halt nun mal so. Wenn dann nirgendwo irgendwie was ausgeschildert, beschrieben ist, dann ist es auch nicht immer so einfach zu wissen, ob das jetzt dazugehört oder nicht. Für euch in das Video noch ein paar MX-Aufnahmen einblenden, weil sonst habe ich hier echt kaum Möglichkeiten irgendwie zu fahren. Eigentlich wollte ich hier ein bisschen Enduro-Technik ein bisschen üben, aber anscheinend ja, ist heute ein Scheißtag dafür.
gerade seit ungefähr 5 Minuten am Überlegen, ob ich, weil Enduro ja gesperrt ist und du da fast keine Möglichkeiten hast zum Fahren, ob ich jetzt ein bisschen MX fahre. Aber wenn ich mir so die ganzen anderen anschaue, wie die hier rumheizen, Alter, dann habe ich echt Bedenken, ob ich das machen soll, Alter. Weil ich dann rüberkomme wie so ein Zweijähriger, der nicht mal weiß, wo die Kupplung ist, Alter. Jo, genau. Noch easy. Ja, und so wie die fahren, Alter, die meisten, es ist ein bisschen, so wie wenn die das semi-professionell oder so machen. Und dann nehmen die auch nicht so die Rücksicht. Aber wisst ihr eine Sache, Freunde? Scheißegal, wie langsam, wie schnell man ist. Es kommt auf den Spaß drauf an. Das ist das A und O, Digga, nichts anderes. Oh, 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 oh. Ja, das meine ich. Deswegen, Alter, fühle ich mich da absolut nicht wohl auf der MX-Strecke. Absolut nicht. Vor allem nicht bei Sand. Ich meine, ich kann ja schon nicht gut Enduro fahren, ne? Aber MX fahren ist nochmal eine ganz andere Nummer, Digga. Vor allem, wenn du die Strecke auch null kennst. Genau, halb Herzinfarkt, Alter. Gott, erleidet, erlitten. Ich kann nicht reden, Alter. Egal, wie sandig ist es denn hier? Ja, nur Fels, Bruder. Nee, das ist die erste und die letzte Runde, die ich hier fahre. Wenn jetzt nicht viel los wäre und ich so, keine Ahnung, eine Stunde Zeit hätte, um mich hier auf die Strecke einigermaßen einzulassen, wäre es ja okay. Aber so, Digga, das macht absolut, absolut für mich keinen Sinn. Das sind alle irgendwie, keine Ahnung, gefühlt MX-Fahrer, also MXGP-Fahrer meine ich. Deswegen scheiß drauf, Bruder. Ich verabschiede mich schon mal für das Video, keine Ahnung, wie lang es geworden ist und ob es überhaupt gut geworden ist oder nicht. Aber auf jeden Fall verabschiede ich mich. Jetzt mal voll verbremst. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Sand, MX und... Oh nee, Digga, Alter. Mit einer Enduro mit Blinkern hier auf der MX-Strecke. Geiler Scheiß. Bewerten, kommentieren auf jeden Fall nicht vergessen, Freunde. Ein kostenloses Abo würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Danke für den Support, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Gar nichts, Digga. In der Zeit, wo ich eine Runde fahre, fahren manche anderen 5 oder so. Ich habe schon wieder Staub gefressen, Alter. Nee, das ist eine MX-Strecke, Digga, nichts für mich, Alter. Ja, freilich. Der Quadfahrer hat auf jeden Fall auch Eier, Digga. Ich dachte, ich liefere euch wenigstens noch ein bisschen ein paar Außenaufnahmen von den anderen, die wenigstens fahren können. Aber Digga, es ist mir scheißegal.
ob ich fahren kann oder nicht fahren kann oder langsam fahren kann, schnell fahren kann. Habe ich vorhin schon kurz angeschnitten. Ist mir egal, Digga. Hauptsache ich hab Spaß. Ich fahre jetzt nochmal den kurzen Single Trail da, auch wenn ich denke, dass der gesperrt ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, das ist hier echt ein bisschen blöd gemacht, Alter. Aber ich fahre den trotzdem jetzt mal. Das erinnert mich hier an Diesgau. So, und hier geht es jetzt auch den Hang hoch. Zweiter Gang. Ich meine, solche Arbeiten könnten sie eigentlich auch unter der Woche machen, wenn nicht so viel los ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber halt nicht unbedingt an einem Frühlingstag, Samstag, Digga, wo halt gefühlt 200 Leute hier sind. Es ist so easy, ne? Und mit der 300er, keine Ahnung, kannst du Sachen fahren, die du einfach mit der 125er so, ohne dass du mit der Kupplung arbeiten musstest, hättest du die nie geschafft. Also bin ich der festen Überzeugung zumindest, dass es nicht möglich gewesen wäre. Dicker. 2 Sekunden, nicht mal wahrscheinlich, so Halbgas und ich gehe schon aus Respekt vom Gas, Digga. Aber wisst ihr was, vorhin war ein ADAC Hubschrauber hier, weil irgendwas passiert ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, lieber fahre ich hier Pussy in den Augen von vielen, anstatt mich so zu zerlegen, Digga. Nur um vielleicht ein paar Klicks mehr zu bekommen. Oder Anerkennung zu bekommen, Digga. Nee, ist mir scheißegal, Bruder. Digga! Ich hab jetzt schon wieder Armpump des Todes, Alter.